Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 9. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Natürlich bedeutet das etwas für die Stiergeborenen. Die Augen öffnen, etwas klar und deutlich erkennen, etwas ins Licht zu bringen oder die Bedürfnis wahrgenommen zu werden, sehen und gesehen werden. Unser Planet Erde befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und kommt in Begegnung mit Jupiter. Jupiter bedeutet auch Glück, aber auch Gerechtigkeit oder zeigt auch Ungerechtigkeit an. Und die beiden stehen gegenüber, das heißt Jupiter und Sonne stehen gerade gegenüber, das wird beleuchtet, Thema, rechtliche Lage, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Und es ist wichtig, dass das beleuchtet wird. Und weil Jupiter rückläufig ist, sind Themen von Vergangenheit. Und da werden wir genau hinschauen. Also etwas kommt ans Licht. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier geht es um Gefühle. Natürlich aktiviert das unseren Gefühlszustand. Mond bekommt einen Einfluss von Sadal Melik. Und dieser Sadal Melik wurde auch bei den Griechen verehrt. Als der Königsstern oder, wie sie gesagt haben, das Glücksstern für die Königin. Sogar die alten arabischen Astrologen nannten Sadal Melik auch das Königsstern, das Glücksstern für die Königin. Und die alten Ägypter haben eine Göttin hier verehrt. Nechbet heißt diese Göttin. Und das war die Schutzgöttin für die Pharaonen. Nicht nur Sadal Melik bestrahlt die heutige Mondbewegung, sondern auch Fomalhaut. Fomalhaut gilt für die eine von den königlichen Sternen und bringt Glück. Also zwei Glückssternen bestrahlen die heutige Mondbewegung. Und die Mondeinfluss. Mond ändert sich natürlich, jetzt gerade bei diesem abnehmenden Mondphase. Die heutige Tag eignet sich für Neubeginn. Etwas Neues beginnen, etwas Neues starten. Aber heute können wir damit rechnen, dass unerwartete Ereignisse kommen und ändert sich etwas. Kommt eine neue Richtung. Diese Ereignisse, was unerwartet kommt, kann natürlich etwas Gutes bedeuten, das in eine andere Richtung lenkt, das Ganze, womit wir auch Glück haben. Es können aber auch Einflüsse kommen von außen, wo auch etwas verändert. Es läuft nicht so, wie wir das geplant haben und vielleicht sind es negative Einflüsse. Man weiß nicht, was kommt. Es sind unerwartete Ereignisse und weil es löst etwas aus, es läuft nicht nach unserem Plan, empfehle ich die Halbedelstein Heliotrop, Halbedelstein Heliotrop. Dieser Halbedelstein Heliotrop wurde auch bei den alten Ägyptern verehrt als die stärkste Schutzstein überhaupt. Dieser Halbedelstein ging auch in die griechische Mythologie und sie haben beschrieben, dass dieser Stein Heliotrop, was auch der Name von Helios, von der Sonne kommt, verbindet uns Menschen zu dem Götterwelt. Und dieser Stein, natürlich Schutzstein in erster Linie, aber gibt uns Kraft, sorgt dafür, dass wir ausgeglichen werden und dass wir Klarheit bekommen und dass wir leichter Entscheidungen treffen.
Und wir sollen so oft wie möglich diesen Halbedelstein Heliotrop entladen mit Hämatit. Das heißt, wir legen in eine Schüssel mit Hämatit über Nacht und wir sollen mit Bergkristall aufladen. Die beiden Steine können wir auch bei Meditation nutzen, weil das stärkt auch die Energie und wir sollen dann aufladen, auch mit Mondenergie, aber immer berücksichtigen, wo bewegt sich die Mond gerade. Und heute ist die Mondbewegung die Tierkreiszeichen Fische. Natürlich, das ist als Schutzenergie von dem Stein her, aber von der Mondbewegung her, die Mond im Tierkreiszeichen Fischen aktiviert unsere Intuition, lässt uns inspirieren, verstärkt die Träume, die Visionen und natürlich hilft dabei, dass etwas im Fluss kommt. Und wie wirkt diese Energie auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Stier geboren, werden genau anschauen etwas und das hat mit der Vergangenheit etwas zu tun, aber auch mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage und so kommt das im Gleichgewicht. Die Stiergeborenen werden erfahren, etwas kommt ans Licht. Also werden Erkenntnisse gewinnen. Die Stiergeborenen werden auch etwas verabschieden, loslassen oder kündigen und kommt bei den Stiergeborenen ein Neuanfang. Und jetzt sehen sie plötzlich etwas klar und deutlich. Auch wenn die Einflüsse von außen kommen und ändert sich die Richtung, aber die Stiergeborenen werden sehr gut orientieren. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Hier bewegt sich die Liebesplanet Venus, aber steht mit Neptun in Verbindung und es eine gewisse Spannung ist. Entweder Täuschungen oder Enttäuschungen oder kommen alten Gefühlen hoch, was auch Ungerechtigkeit oder Enttäuschungen, was man erlebt hat, kann auch bedeuten, dass genau diese Gefühle, diese Erinnerungen blockieren gerade die Zwillingsgeborenen, aber auch die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas in Fluss. Sie haben gerade gute Chancen, etwas verbessern im Leben, auch beruflich, auch finanziell, aber kein Vertrag unterschreiben, vielleicht etwas planen oder investieren, aber nichts schriftlich festlegen. In der Liebepartnerschaft ist die Leichtigkeit da, aber heute spürbar diese Spannung kann auch bedeuten, dass die Krebsgeborenen auch diese Erinnerungen haben zur Zeit. Es war so Ungerechtigkeit und kommen verletzten Gefühlen hoch. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben natürlich immer noch die karmischen Themen und es ist die neue Richtung. Das heißt, karmische Erinnerungen und es zeigt einen neuen Weg, etwas, was wir noch nicht kennen. Und es trifft gerade die Löwengeborenen, entweder eine neue Partnerschaft oder Neuorientierung beruflich. Und es ist schon eine Herausforderung, was auch Kraft kostet und natürlich, wenn das alles so neu ist, auch Unsicherheit und da brauchen die Löwengeborenen auch die Ruhe und teilweise werden die Löwengeborenen, das sollen die Löwengeborenen darauf achten, dass sie auch mal zurückziehen, dass es nicht zu viel wird, so bekommen sie die Kraft, in Ruhe liegt die Kraft. Also nicht nur aktiv zu sein, sondern auch etwas zurückziehen und so bleiben die Löwengeborenen im Gleichgewicht. Vieles Neues, aber auch Unsicherheiten, das ist spürbar und das alles sich beruhigt. Dafür ist es sehr gut, zu Hause mal ausruhen als Ausgleich. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen werden auch etwas klar und deutlich sehen, erkennen.
Und entweder die neue Möglichkeiten, dieser Neuanfang, oder wenn da Einflüsse kommen von außen, vielleicht ist das sogar eine Verbesserung, also die Augen offen halten, welche Informationen, welche Einflüsse kommen, darauf achten, und so kommt alles in Bewegung, kommt alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben die Bedürfnis, beruflich etwas verbessern. Befreien von etwas. Weil es gibt im Arbeitsplatz, im beruflichen Umfeld etwas, was die Wagengeborenen kränkt. Und da brauchen die Wagengeborenen eine Lösung. Und es ist nicht immer die Frieden und Harmonie, wobei ich vertrete auch die Meinung, dass es viel besser ist, alles harmonisch zu lösen. Aber manchmal brauchen wir die Kraft einsetzen oder uns durchsetzen. Und genau diese Kraft, das brauchen die Wagengeborenen, sich zu beweisen. Nicht aggressiv, aber mal die Meinung sagen oder mal Nein zu sagen. Also Kraft zu zeigen, sich zu beweisen, und daran liegt auch die Lösung. Venus hat zwar heute einen Einfluss von Neptun, was natürlich diese Enttäuschungen hervorruft. Also es ist keine optimale Venus-Energie heute, aber das geht auch bald vorbei. Venus bewegt sich schneller als Neptun, entfernt sich schnell von dieser Position, und dann kommt wieder die Leichtigkeit, und das werden auch die Wagengeborenen spüren. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt etwas ins Licht. Das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Entweder eine rechtliche Lage oder eine Situation, wo Ungerechtigkeit geht oder um Ungerechtigkeit geht. Das wird heute beläuten, und das spüren Sie gerade, die Skorpiongeborenen. Die Skorpiongeborenen brauchen die Ausgleich, die inneren Gleichgewicht, aber sie arbeiten auch daran. Sie werden das auch nicht nachverlässigen, sondern sie haben wirklich dieses Bedürfnis, auch nach diesem inneren Gleichgewicht zu bleiben. Themen sind wichtig wie Arbeit, die berufliche Situation, aber auch Liebe, Partnerschaft, also beides, auch die Privatleben. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen spiegelt etwas im Leben, und das ist die Liebe, Partnerschaft, und das ist zurzeit das wichtigste Thema. Aber heute ist nun mal diese Spannung da, was nicht nur die Zwillingsgeborenen, die Fischengeborenen, sondern auch die Schützengeborenen spüren. Und damit in die Liebesleben ein bisschen besser läuft alles, ein bisschen Geduld noch, bis Mond übergeht in Tierkreiszeichen wieder, dann ist wieder die Begeisterung da, oder ein Neuanfang oder eine Versöhnung, also Geduld, was die Liebe, die Gefühle betrifft. Eine gute Nachricht und Veränderungen sind aber zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sich kraftlos. Kann auch bedeuten, dass eine Nachricht löst es aus, dass eine Wut da ist oder Enttäuschungen da ist, was alles Kraft kostet. Oder sie müssen auf etwas ihren Kraft einsetzen. Wichtig ist aber in inneren Kraft bleiben. Lieber das Abgrenzen oder mal Nein sagen oder das Verschieben. Weil wenn das zu viel ist, verlieren die Steinbockgeborenen die Geduld oder verlieren sie gerade die Kraft. Und das löst ein Gespräch aus oder ein Termin oder ein Vertrag. Ansonsten läuft alles gut. Die Wünsche, Sehnsüchte natürlich sehr spürbar sind, gerade bei den Steinbockgeborenen. Und das sollen sie auch ernst nehmen, nicht unsicher sein, sondern wirklich in Tat umsetzen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein beruflicher Aufstieg, und Liebe, Partnerschaft bringt auch Glück für die Wassermanngeborenen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Venus mit Neptun eine Verbindung steht, was für die Venus-Energie nicht unbedingt ein Vorteil ist, weil hier kommen alten verletzten Gefühlen hoch, und das spüren wir alle. Und es braucht ein paar Tage, bis sich das alles beruhigt, und das spüren sie natürlich auch die Wassermanngeborenen, aber dann kommt das alles wieder in Ordnung und kommt wieder die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen bewegt sich einiges. Und hier ist wichtig die Gefühle und Liebe, Partnerschaft
Und hier ist auch spürbar diese verletzten Gefühle. Entweder jetzt passiert etwas und die Fische geboren sind empfindlich und fühlen sie sich verletzt. Und dann kommen noch die Erinnerungen auch noch dazu. Und das löst aus, dass die Fischen Geborenen eher zurückziehen momentan. Aber es ist wirklich auch wichtig, hier eine Heilung bringen. Nicht umsonst kommt diese Energie. Mal auch das anschauen, was weh tut, im Vertrauen bleiben, auch dass das alles im Fluss kommt. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist etwas ganz Spezielles, weil die Wiedergeborenen sind eher in Bewegung oder wagen mal etwas Neues. Die heutige Energie ist auch dafür da, etwas Neues beginnen, auch wenn die Einflüsse in andere Richtung lenken. Trotzdem ist ein Neuanfang da und etwas bremst die Wiedergeborenen. Entweder sind noch Hindernisse da oder die Wiedergeborenen wollen das momentan gar nicht, weil sie sind eher im Rückzug, was nicht unbedingt typisch ist, aber sie brauchen gerade oder wir brauchen gerade diesen Rückzug, diese Ruhe, dass wir wieder in Kraft bleiben kann auch bedeuten, dass hier Gespräche auch sind, was uns aus dem Kraft bringt. Vielleicht löst ein Wut aus oder Enttäuschungen oder fühlen wir gerade machtlos in einer bestimmten Situation oder durch ein Gespräch, was das alles so auslöst. Also es ist sehr wichtig, gerade zurückhaltend sein oder schweigen und eher eine meditative Haltung einnehmen, die innere Ruhe zu finden, daran liegt auch die Kraft, oder in einem Bereich, natürlich das kann auch bedeuten, in einem Bereich aktiv zu sein, was die tiefen Geheimnisse, die verborgenen Geheimnisse symbolisiert. Und das war mein Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mail-Beratungen und es geht blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Frage und bekommen Sie blitzschnell eine Antwort oder mehrere Antworten. Blitzschnell bedeutet, dass Sie bekommen die Antwort noch im selben Tag. Alles spätestens nächste Tag ist die Antwort schon da. Ein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.